Können wir bitte mal kurz drüber reden, dass eine Gesichtserkennung nicht immer gleich Face ID ist? Und dass die Maske bald kein Problem mehr sein wird. Geil, ich sehe nichts mehr. Warum? Wieso? Weshalb? Technik! Face ID ist ein Begriff nur von Apple und nur für iPhone. Die Gesichtserkennung ist hier dreidimensional und zwar mit Infrarottechnik. Also ganz viele kleine Lichtstrahlen schießen in unser Gesicht und reflektieren wieder zurück. Und das unterscheidet Face ID auch von der Standard-Gesichtserkennung. Die funktioniert über die Frontkamera und ist deswegen oft nicht so ganz so sicher. Und dann ist da ja noch die Sache mit der Maskenpflicht. Alter! Mit dem Beta-Update von iOS 14.5 könnt ihr euer iPhone auch ohne Face ID entsperren, wenn ihr eine Apple Watch trägt. Wenn die Watch entsperrt und mit eurem iPhone verbunden ist, fragt das Handy nicht mehr nach einem Code und damit auch nicht mehr nach Face ID. Und für die Android-Nutzer unter euch, in den Einstellungen unter Smart Lock könnt ihr vertrauenswürdige Geräte wie zum Beispiel eure Smartwatch festlegen. Und wenn die dann verbunden sind, sperrt sich euer Handy nicht mehr.